Der heutige Tag markiert das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen. Es wäre aufregend, morgens aufzuwachen und zu denken, dass genau das passiert, dass es Leben auf dem Mars gibt. Michio Kaku, ein renommierter Physiker und Mitbegründer der Stringtheorie, hat immer lautstark über das Potenzial der Weltraumforschung und die Überraschungen gesprochen, die sie für die Menschheit bereithält. Angesichts der jüngsten Fortschritte machte Kaku auf eine Reihe überzeugender Entdeckungen der NASA auf dem fernen roten Planeten Mars aufmerksam. Eine dieser bemerkenswerten Entdeckungen war die Entdeckung von Wasser, einem lebenswichtigen Bestandteil des Lebens, wie wir es kennen. Wasserentdeckung. Obwohl Wasser auf unserem blauen Planeten häufig vorkommt, ist es im riesigen Weltraum kein garantiertes Element. Der Nachweis von Wasser auf dem Mars war eine bedeutende Entdeckung, die unser Verständnis der Vergangenheit des Planeten und seines Potenzials zur Unterstützung von Leben erweiterte. Dank fortschrittlicher Techniken und Sonden wie dem Mars Reconnaissance Orbiter, Curiosity und Perseverance haben Wissenschaftler starke Hinweise auf Wasser auf dem Mars in verschiedenen Formen gefunden, früher flüssiges Wasser und heute große Mengen Eis. Diese Erkenntnisse basierten auf dem Nachweis von Mineralien wie Hämatit und Gips, die auf das Vorhandensein von Wasser hinweisen. Darüber hinaus hat der Einsatz fortschrittlicher Radargeräte direktere Beweise geliefert. Unter der Erde wurden riesige Gebiete mit gefrorenem Wasser entdeckt, darunter ein subglazialer See, der denen ähnelt, die man an den Polen der Erde findet. Diese Entdeckungen verdeutlichen die komplexe und sich ständig verändernde Natur der Weltraumforschung. Das Vorhandensein von Wasser auf dem Mars weist auf das Potenzial des Planeten hin, Leben zu ermöglichen, und enthüllt die vielen Geheimnisse, die in unserem Sonnensystem noch zu entdecken sind. Jeder neue Fund erweitert unser Wissen und führt uns zu weiteren Erkundungen, die uns der Möglichkeit, eine menschliche Präsenz auf dem Mars zu etablieren, immer näher bringen. Die Existenz von Methan. Methan auf dem Mars hat Wissenschaftler wegen seines möglichen Zusammenhangs mit Leben fasziniert. In den letzten Jahren ist ein Rätsel um seine Präsenz in der Marsatmosphäre entstanden. Methan ist relevant, weil es auf der Erde hauptsächlich von lebenden Organismen erzeugt wird. Der NASA-Rover Curiosity, der zur Erforschung des Mars eingesetzt wurde, stellte einen erheblichen Anstieg des Methangehalts in der Marsatmosphäre fest, der je nach Jahreszeit variierte. Wissenschaftliche Instrumente zur Analyse von Methan stehen im Mars Science Laboratory der NASA zur Verfügung, wo sich der Rover Curiosity befindet. Mit diesen Instrumenten fanden Wissenschaftler heraus, dass der Methangehalt auf dem Mars zwischen 0,24 und 0,65 Teilen pro Billion liegt und im Marssommer am höchsten ist. Zur Erklärung des Ursprungs von Methan auf dem Mars wurden verschiedene Theorien aufgestellt. Es könnte das Ergebnis geologischer Prozesse wie der Serpentinisierung sein, bei der Wasser mit Mineralien reagiert und Methan freisetzt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass es von altem Methan stammt, das im Marseis eingeschlossen ist und gelegentlich aufgrund von Temperaturänderungen freigesetzt wird. Darüber hinaus besteht die spannende Aussicht, dass Methan von Mikroorganismen produziert wird, ähnlich wie es auf der Erde geschieht. Mars-Wettermuster. Das Klima auf dem Mars ist vielfältiger und komplexer als bisher angenommen. Die Rover und Orbiter der NASA haben Staubstürme, Frost und schnelle Veränderungen der atmosphärischen Bedingungen entdeckt. Die Maven-Mission der NASA hat untersucht, wie sich das Marsklima im Laufe der Jahreszeiten verändert. Der Mars Reconnaissance Orbiter und der Mars Climate Sounder haben Informationen über tägliche und saisonale Wettermuster geliefert. Der Mars erlebt ähnliche Phänomene wie die Polkappen der Erde, nämlich das Wachstum und den Rückgang der Kohlendioxid-Eiskappen. Darüber hinaus gibt es die größten Staubstürme im Sonnensystem, die monatelang den gesamten Planeten bedecken können. NASA-Rover haben Hinweise auf Frost und Schnee auf dem Mars gefunden, darunter auch Feuchtigkeit und Frost im Gale-Krater. Sie haben auch Staubwirbel beobachtet, die Staubteufel genannt werden und größer und häufiger vorkommen als auf der Erde. Die Temperaturen auf dem Mars schwanken zwischen 20 Grad Celsius am Tag und minus 73 Grad Celsius in der Nacht. Die Untersuchung der Wettermuster auf dem Mars ist wichtig, um die geologische Geschichte des Planeten zu verstehen und zukünftige bemannte Missionen zu planen.
Genaue Wettervorhersagen sind notwendig, um Landeplätze auszuwählen, die Ausrüstung zu warten und die Sicherheit der Astronauten zu gewährleisten. Das Mars-Klima zeigt, dass der Mars kein statischer, sondern ein dynamischer und vielfältiger Planet ist. Ungewöhnliche Geologie des Mars. Wir haben die faszinierende Geologie des Mars im Detail beobachtet. Merkmale wie riesige Vulkane und das Canyonsystem Valles Marineris geben Hinweise auf die Vergangenheit und die Bedingungen des Planeten. Der Vulkan Olympus Mons ist der größte im Sonnensystem, mit einer Höhe von 13,6 Meilen, dreimal höher als der Mount Everest. Seine Größe lässt darauf schließen, dass es auf dem Mars keine plattentektonische Aktivität gibt, so dass Lava über Milliarden von Jahren fließen und sich ansammeln konnte. Das Canyonsystem Valles Marineris erstreckt sich über mehr als 2500 Meilen und erreicht Tiefen von bis zu 7,5 Kilometer und übertrifft damit den Grand Canyon auf der Erde. Dieses riesige Canyonsystem könnte durch die Spaltung und den Zusammenbruch der Marskruste entstanden sein. Was die Mineralogie betrifft, hat der Mars Überraschungen bereitgehalten. Die Entdeckung von Tridymit, einem Mineral, das häufig mit salzhaltiger vulkanischer Aktivität auf der Erde in Verbindung gebracht wird, auf dem Mars jedoch nicht erwartet wird, hat unser Verständnis der vulkanischen Geschichte des Planeten in Frage gestellt. Hinweise aus vergangenen Leben. Die Möglichkeit außerirdischen Lebens auf dem Mars beschäftigt Wissenschaftler seit langem. Die Erforschung des Mars durch die NASA hat vielversprechende Hinweise auf vergangenes Leben ergeben. Der Rover Curiosity fand organische Moleküle in Gesteinen nahe der Marsoberfläche und stellte außerdem Veränderungen im Methangehalt in der Atmosphäre fest. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die notwendigen Zutaten für das Leben vorhanden gewesen sein könnten. Der Rover Perseverance sucht nach klareren Beweisen für antikes Leben im Jezero-Krater, der einst ein See war. Obwohl die Existenz von Leben auf dem Mars nicht bestätigt wurde, sind diese Entdeckungen wichtige Hinweise. Die fortgesetzte Erforschung des Mars sucht nach Antworten auf die Möglichkeit früheren Lebens auf dem Planeten. Es ist ein spannendes Forschungsgebiet, das uns dem Verständnis unseres Planetennachbarn näher bringt. Eisreservoirs auf dem Mars. Michio Kaku hat die Bedeutung der Entdeckung des Eises auf dem Mars hervorgehoben, die unser Verständnis seiner Geschichte und seines zukünftigen Potenzials verändert hat. Das Vorhandensein von Eis weist auf die Möglichkeit von Wasser und früherem Leben auf dem Mars hin und könnte zukünftige menschliche Erforschungen unterstützen. Der Mars beherbergt Polkappen aus Wassereis und Kohlendioxid, die sogar von bodengestützten Teleskopen aus sichtbar sind. Der Mars Reconnaissance Orbiter hat große Eisablagerungen tief unter der Erde entdeckt. Diese Ablagerungen werden durch eine Staub- und Gesteinsschicht geschützt und bleiben so für Millionen von Jahren erhalten. Unter dem Eis am Südpol des Mars wurde kürzlich ein großer Salzwassersee entdeckt. Diese Erkenntnisse haben wichtige Auswirkungen auf die Bewohnbarkeit des Mars und zukünftige bemannte Missionen, da Eis für alles verwendet werden kann. Vom Trinkwasser bis zum Raketentreibstoff. Die Entdeckung organischer Moleküle. Michio Kaku hob die Entdeckung organischer Moleküle auf dem Mars hervor, einen wichtigen Fortschritt bei der Suche nach Leben. Diese Moleküle sind für das Leben, wie wir es kennen, unerlässlich und legen nahe, dass der Mars möglicherweise über die notwendigen Zutaten verfügte. Der NASA-Rover Curiosity hat organische Moleküle im alten Seegrund des Gale-Kraters gefunden. Mit seinem SAM-Instrument erhitzte er Proben, um Moleküle wie Benzol und Propan zu analysieren. Diese einfachen Verbindungen könnten mit komplexeren Molekülen in Zusammenhang stehen. Die Entdeckung ist bedeutsam, da der Gale-Krater vor Milliarden von Jahren einst einen See hatte. Die Moleküle wurden in Sedimentgesteinen am Grund des Sees gefunden, was auf die Möglichkeit von Leben zu dieser Zeit schließen lässt. Es ist wichtig zu beachten, dass organische Moleküle keine Garantie für die Existenz von Leben auf dem Mars sind. Sie können auch durch geologische Prozesse entstehen oder durch Meteoriten auf den Planeten gelangen. Seine Anwesenheit verspricht jedoch die Möglichkeit eines früheren Lebens,